Ladies and Gentlemen, das ist Mambo Number 5. Virus für euch wieder am Start, nach dem Rechner neu starten. Sind wir wieder hier. Ja, ich habe noch mal etwas weiter von vorne angefangen, weil ich für das Spiel, ich war schon ein bisschen weiter gewesen, hatte ziemlich viele Aufnahmen zusammen und habe vergessen, mir das hinter zu kopieren. Ich pfeife. Und da hatte ich dann zwischenzeitlich mal dieses schöne Gewehrchen hier. Ja, weggeschmissen und das geht gar nicht. Das brauchen wir noch. Das ist echt tricky. So, wir haben da nur noch eine, deswegen, damit ich hier gut durchgekommen bin, brauchte ich, jetzt haben wir halt natürlich alles voll an Leben, an Weste und so weiter. Und dann wollen wir doch jetzt mal starten hier. Das war's. Gute Idee, Doyle. Mal gucken, ob wir aber den Scheiß da gleich geschissen kriegen. Ey. Ja, mit dem Neustart, das war dann so eine Sache. Das muss halt sein. Oh Mann, oh Mann. Mal gucken. Ja, okay. In Hocke geht er hier nicht hoch. Da ist es zu steil. Mal sehr interessant, wie der hier überhaupt hier hochkommt. Oh Mann, jetzt kommt gleich wieder diese fette Qualle da um die Ecke. Yeah. So, wollen wir mal ist hier. Zumindest ein Raketenwürfel. So, eigentlich der nehmen wir uns den direkt einmal. Wow! Oh, hier bleibt er da hinten. Geh mal weg, du verdammte Scheiße hier! Blöder Fuck! Kackter Assi, ey! Oh. Willst du mich wohl verarschen oder was? Du Assi! Oh, der bleibt da hinten! Kommt schon, ihr Schweine! Wollt ihr noch mehr? Bam! Geh doch mal weg, du dummer Sau! Oh, läuft die mir zwischen der All... Crack, Val, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe versucht, von draußen Hilfe anzufordern, aber es scheint ein Problem zu geben. Was ist denn los? Krieger hat ein elektromagnetisches Störfeld errichtet, das alle Übertragungen nach draußen verhindert. Wir werden es ausschalten müssen. Halten Sie die Stellung, ich komme. Vermutlich kann ich Sie zur Quelle des Störfeldes bringen. Es gibt in dem Raum einen zweiten Ausgang. Ich warte draußen in einem Boot. So kommen wir außerdem in die Nähe von Kriegers Hauptgebäudekomplex. Wir sollten uns da umsehen und rausfinden, wie wir ihn ausschalten können. Tun Sie, was Sie wollen. Was mich betrifft, ich werde so schnell es geht von hier verschwinden. Ja, Lademodus. Was dann wohl, Doyle? Ihr Freund klang ganz schön sauer. Oh. Verdammt! Er kann mich über mein System orten. Wir müssen uns beeilen. So, dann steigen wir mal aus. Soweit ich mich erinnern kann, fanden auf der nächstgelegenen Insel erst kürzlich Sprengarbeiten statt. Viele
Vielleicht finden Sie dort Sprengladungen. Ihr steppt ja der Bär, ey. Also. Oh. Wenn die... Jetzt sind wir natürlich auf der Insel, ja? Da haben wir natürlich jede Menge zu tun. Da kommt jede Menge Holz gleich auf uns zu. Das ist der Burns. Wir haben jetzt auch von unserer Weste gar nichts mehr. Finde ich aber sehr interessant, wie das hier funktioniert. Voll Arsch geballert. Oh, ne. So, dann wollen wir es mal ganz... Ja, schießt ihr mal hier, Fatzen, hier. Ja, fick da, ficken, fuck. Ja. So, stellen wir uns mal hier hin. So, ich hab beim letzten Mal auch gemacht. Hat aber von hier unten eigentlich eine gute Optik. Ach, dieser verfickte Strauch, ich sehe da sonst nichts. Bin an ihm dran. Du blöder Strauch, du Verkackter. Oh, Scheiße, jetzt geht's ab hier. Geh doch mal runter in die Hocke, du Fatze, du. Gehst du mir auf die Socken, ey. Wo ist der hin? Ja, am Arsch der Welt, Mensch. Kopfschuss. Wie gefällt dir das? Es hat wieder keinen erwischt, es ist... Das ist für dich. Ah! Oh! Na komm schon! Boah! Killer Dude! Da fliegt der Schwein! Wir krachen, Alter. Wo hat er sich nur versteckt? Was ist denn hier los? Wo steckt der Kerl? Ja, das würde ich auch gerne machen. Oh.
So, wollen wir uns mal irgendwie ranschleichen. Jetzt weiter runterkommen würde, oder? Wow, ich kann ja nicht an links schießen, das ist der Hammer. Gibst du jetzt morgen, du Ratte? Blöde Ratte, du! Da wollen wir uns erstmal hier unten gucken, ob wir hier irgendwo mal ein bisschen was haben, wo wir uns wieder auftanken können. Wir sind ja halb schrottig. Oh, guck mal, da sind ja drei ganz besondere Freunde von uns. Oh, eine okay, Handgranate. Doyle, ich habe die Sprengladungen. Gut, der erste Turm müsste sich im Norden befinden. Mal gucken, ob die Westen hier oben noch rumeiern. Wäre mal nicht schlecht. So, Munition haben wir voll. West haben wir ja nun mal noch ein bisschen, haben wir nicht alles. Aber was willst du machen? So. Gut, dann wollen wir mal gucken. Wo ist der hin? Zeit für eine Tracht Prügel! Steht er hier oben um den Felsen rum, so? Boah, Leute, entschuldigt, dass ich nicht so viel rede, aber ey, bei Situationen erfolgt auch gewisse gewisse Situationen, wo man dann schon mal, also warte mal, wir hatten ja unser Bötchen da hinten, wir machen uns erstmal mit dem Bötchen erstmal eine schöne Bootstour, weil dann haben wir ein bisschen zu Wasser, auch mal ein bisschen mehr Chancen noch. Aber wenn wir jetzt hier nicht runterkommen, dann müssen wir natürlich drum rumlaufen. Geh hinter die Büsche hier mal weg, ey. Haben wir erfolgreich niedergemetzelt. Ja, geil. Ein Bösche mit Kanönchen. Oh, oh. Also gegen zwei haben wir keine Chance. Ah.
Moment mal. Unser Squalmter, da steigen wir doch jetzt gerade mal um hier. Das qualmt auch, ja, scheiße. Das hat ja genau so viel Scheiße, Mann. Da sind wir tot. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, Leute. Ab da ist Schluss. Ciao.